Ihr habt genau gewusst, dass es passieren wird. Ihr habt mich alle danach gefragt. Es gibt einen neuen Silent Hill 2 Remake Trailer. Plus es gibt 27 Minuten neues Gameplay-Material. Und ich, Deutschlands größter, bekanntester Silent Hill 2 Remake-Hater, ja, noch bevor das Spiel rausgekommen ist, so viel Spaß habe ich da dran. Ich dachte mir, dass ich mir das Ganze jetzt einfach mal live ansehen werde. Nur zur Transparenz. Ich habe sowohl den Story-Trailer als auch das Gameplay so ein bisschen mal durchgeskippt. Also wahrscheinlich dadurch, dass der Story-Trailer 3,5 Minuten lang ist, habe ich davon mehr gesehen als jetzt vom Gameplay-Material gemessen an der Länge. Aber es ist im Großen und Ganzen immer noch eine, ja, sagen wir mal, eine erste Reaktion darauf. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich wieder sehr negativ mit dem Ganzen ins Gericht gehen werde. Vielleicht werden wir auch positiv überrascht. Vielleicht gibt es sehr viele Dinge, die ich auch wertschätzen weiß. Ich weiß es nicht, das müssen wir herausfinden. Ich will auch nur noch mal ganz am Anfang wirklich, wirklich klar machen, für mich ist das hier auch ein bisschen Spaß. Also für mich ist das auch eine persönliche, reine Belustigung. Vielleicht ist es auch nur Cope, weil das Original bedeutet mir wirklich sehr viel. Es ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten. Vor allem ein Titel, der vollgepackt ist mit kleinen Details, eines der technisch auch beeindruckendsten Spiele auf der PlayStation 2, das sogar sehr früh dafür rausgekommen ist. Und das heißt, wenn ich dann eben auch mit so einem Spiel dann hart umgehe, dann liegt es eben auch vor allem daran, dass ich es an diesem Original messe. Und eben auch an der Tatsache, dass man dann einfach dahergeht und sagt, ja, natürlich, wir können das, natürlich, wir können das besser machen. Anstatt dass sich Bloober sagt, wo ich überhaupt kein Problem mit hätte, wir machen ein eigenes Silent Hill. Das haben ja auch vorher genügend Studios versucht und haben gesagt, ja, wir machen unser Downpour, wir machen unser Homecoming, wir machen unser Shattered Memories. Und genauso hätten sie auch ihr komplett eigenes Ding machen können. Aber weil Bloober generell immer sehr gut darin sind, andere Leute zu kopieren, haben sie sich gedacht, ja, bevor wir andere Spiele zusammenklauen, warum machen wir nicht einfach ein Spiel, was es gibt, nochmal, nämlich nochmal Silent Hill 2. Und das heißt, ich versuche einfach nur so ein bisschen auch im Vorfeld klarzustellen, wo ich da so herkomme. Und das heißt, falls ihr voll Bock auf das Remake habt, falls ihr das mega geil findet, auch jetzt alles, was ihr seht, dann ist es für mich vollkommen fein. Ich habe da absolut kein Problem mit. Bestellt euch das Ding vor. Who cares? I don't give a shit. Und ich freue mich jetzt einfach nur, ein bisschen reinzugehen. Also erneut, wir gucken uns einmal den Story-Trailer an und danach dann das Gameplay-Material, was veröffentlicht wurde. Oh. James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? Ich werde übrigens, by the way, sehr viel pausieren. Also falls ihr damit ein Problem haben solltet, dann schaut euch das. Wenn ihr dafür da seid, einfach nur das Gameplay-Material in den Trailer zu sehen, dann macht das separat. Da seid ihr hier an der falschen Stelle. 3,5 Minuten Material, das kriege ich auch locker auf eine Stunde gestreckt. Gar kein Problem. Ich muss sagen, dass die Einstellung ist ja sehr übernommen aus dem Original. Ich muss sagen, dass ich das Modell an sich auch sehr gut finde. Über das Charakterdesign, also das Outfit, da habe ich ja schon im letzten Video mal drüber geredet, dass ich finde, dass es so das Original verfehlt. Also dass es ja so auch ein bisschen Desires von James darstellen soll. Und jetzt dieses Mal ist wahrscheinlich, oh, das, was ich am unanständigsten finde, das ist dieses Outfit. Also relativ zahm zurückgehalten. Wo ich eben auch nicht weiß, ist das deswegen gewählt oder haben sie irgendwie Angst, ein freizügigeres Outfit zu wählen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich muss aber sagen, dass ich das Gesicht an sich sehr gut finde. Und das ist ja auch eine Sache, die in den Trailern bisher sehr gut waren die Gesichtsanimationen. Also wenn mir eine Sache wirklich gefallen hat, dann waren es die Gesichtsanimationen. Das, was ich hier ein bisschen fragwürdig finde, ist, wie sie null in der Körpersprache agiert. Ja, halt, also das wirkt auf mich so, als ob der Unterkörper einfach eine Puppe wäre, einfach so aus Holz und sich nur das hier oben bewegen würde. You were always so forgetful. Ne? Einfach. Remember that time in the hotel? Ich weiß, es ist ein kleines Ding, aber der bewegt sich einfach nicht mal
nicht mal einen Finger, weil es ist so, all die Leute gucken eh nur hier oben drauf, das heißt, wir müssen unten nichts animieren. Da haben wir schon mal wieder $5,000 gespart, wenn wir das nicht machen müssen. Der Wechsel von der Stimme, ich weiß, ich will jetzt hier nicht großartig spoilern, also für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass sich hier die Stimme tonal stark ändert zwischen zwei verschiedenen Figuren. Es ist ich meine generell, wenn man das noch nie gespielt haben sollte, der Trailer ist ein bisschen weird, dass er hier anfängt und von dem, was ich auch geskippt habe, kommt da sehr viel Endgame-Kram. Also wirklich so vom Ende Szenen, wo ich jetzt nicht weiß, klar, wenn du den Kontext davon nicht hast, wie viel das dann spoilert. Aber wenn man das jetzt schon mal gesehen hat und dann das Spiel spielt, dann macht man vielleicht vorher schon irgendwelche Schlüsse und zieht Zusammenhänge, die man ansonsten nicht machen würde. Also das finde ich da ein bisschen seltsam, dass sie solche Szenen für den Trailer genommen haben. Remember that time in the hotel? Ja, aber hier, man hat so einen leichten Wechsel. Ja, es ist so sehr, sehr zurückhaltend und abweisend in der Stimme. Are you confusing me with someone else? Die Performance, die mag ich eigentlich. Sie ist anders als im Original, definitiv. Aber die Art und Weise, wie sie so wirklich so abweisen, ne, are you confusing me with someone else? Das finde ich eigentlich sehr gut. You were always so forgetful. Und da ist der Wechsel. Aber die Sache ist, dass es wirkt halt immer noch, also die Person, die damit dargestellt werden soll, ich finde das... Aber müssen wir vielleicht im Kontext der ganzen Szene dann später mal sehen. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, außer dass sich bis auf den Kopf nichts bewegt. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I guess... Ich weiß nur nicht, was diese Musik soll. Ich weiß wirklich nicht, was diese Musik soll, weil die wird dann auch nach hinten raus halt so richtig episch. Und das ist das, was hier in dem Trailer eigentlich gezeigt wird und das, was auch in den Szenen im Spiel passiert und auch wie generell die Stimmung von dem Spiel ist, ist eine wesentlich deprimierendere, ist eine wesentlich bedrückendere Atmosphäre. Und ich finde, der Song, der hier gespielt wird, bringt das null rüber. Der soll dich so, das ist die Trailer-Musik, die den Hype in dir erzeugt. Und stattdessen hast du hier eigentlich so Szenen, die dich emotional runterziehen werden im Spiel. I just love it here. That's so peaceful. Alter, dieser fucking... Guck dir das mal an. Ich weiß nicht, ob das wieder dieser RT... Irgendwie so das Problem mit den RT-Reflections oder so ein Scheiß ist. Ich hab das so oft in... Guck dir das mal an, du hast einfach hier diesen grauen Schimmer, der so... My restless dreams. So, als ob du so After-Images hättest. Und das sieht ja generell schon so aus, als ob James einfach da reingeshoppt wäre. Ich finde das auch in dem Gameplay, was wir gesehen haben bisher. Das sieht immer aus, als ob er nicht in dieser Szene existieren würde. Als ob er einfach so reingeshoppt wäre. Und deswegen so, wenn du James rausschneiden würdest und dann nur diesen Hintergrund zeigst in so einem Stillframe, dann finde ich auch, dass das super aussieht. Wenn das so der vorgerenderte Hintergrund wäre und du würdest James einfach rausnehmen, dann würde ich sagen, das sieht super aus. Und das ist ja auch das, was Bloober kann. Das ist das einfach nur stille Umgebungsgrafik. Das ist deren Expertise. Das können die wirklich gut. Da irgendeine Bedeutung reinbauen oder so, eher weniger. Aber hey, die ist ja schon im Original. Das ist ja, hat ja Team Silent für sich schon getan. Das sind dann eher die ganzen Änderungen und neuen Sachen, die sie hinzufügen werden, wo es dann so ein bisschen icky wird. Aber ja. Da sehen wir ja nachher vom Gameplay noch ein bisschen mehr. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Es ist auch so die Stimmung, wenn das im Original auch vorgelesen wird. Also ich hoffe, dass sie da auch den klassischen Originalsong nehmen. Das haben sie ja schon im HD-Remaster geändert, wo du eben so im Original hattest du diese melancholische Akustikgitarre, während dann von Mary der Text vorgelesen wird. Und weil sie scheinbar, weil du ja dann im HD-Remaster einen neuen Voice-Over gemacht hast und sie vielleicht nicht mehr die originale Songfile separat hatten, haben sie dann nochmal den Track aufgenommen, aber eben mit einer E-Gitarre, was so vollkommen den Ton der Szene verfehlt hat. Well, I'm alone there now, in our special place. Just put the gun to their head. Alter, ich habe keine Ahnung, was die mit Eddie gemacht haben. Ich habe das schon auf Twitter gesagt, aber der sieht einfach aus wie Dan Schneider.
Ich weiß es nicht, dieses Mal hast du dann noch eine Szene, wo er dann irgendwie versucht, Laura die Füße zu lutschen oder so. Oder sagt, hey, hier, wie wäre das, wenn du ein bisschen was von dem Schleim auf deine Füße nimmst oder so. Keine Ahnung. Aber ich bin da ehrlich gesagt echt kein Fan davon, von seinem Design. Also ich finde, das geht so ein bisschen zu extrem. Also ja, Eddie war schon stark übergewichtig im Original, aber ich finde, das ist einfach nochmal, ja, wir haben jetzt einfach nochmal 3 Layer draufgelegt. You can't just kill someone because the way they looked at you. Naja. You should see your face, too. Das ist halt auch. Und da kommt's, dann brauche ich halt die Szenen vom restlichen Eddie. Weil ja, er ist halt super deranged im Original, aber er kommt mir hier halt so, keine Ahnung, es wirkt halt so, als ob sie jetzt gesagt haben, ja, okay, wir machen jetzt Eddie geistig behindert. Und das ist so ein Aspekt, also wenn das die Richtung ist, in der sie den Charakter dieses Mal nehmen, I don't know. Das ist halt dann, und das ist der. Weil die Sache ist, das ist halt genau den Scheiß, den ich von Bluber erwarte. In denen sie den Charakter so ziehen würden. So, wir versuchen ihn noch ein bisschen beschränkter darzustellen und wir machen ihn einfach extrem fettleibig, weil das ist das, was ihn abstoßend macht. Am Charakter. Sind fette Leute nicht abstoßend? Ich sag das nicht, dass das ist, was damit irgendwie gemeint ist oder so. Das ist halt bei Bluber durch ihre Spiele, die ich gespielt habe und so generell, was die als Messages in ihren Spielen wiedergeben. Ist es nur so den Eindruck, den ich dadurch bekomme, den ich durch diesen Charakter-Change irgendwie sehe. Das ist zum Beispiel, muss ich sagen, das ist eine gute Voice-Line. Aber es wirkt fast schon irgendwie zu normal für James, habe ich das Gefühl. Das wirkt schon fast zu, so zu sauber gesprochen für den, zu normal. Das sind die Aussagen von jemandem, der zu, sagen wir mal, irgendwie mit sich selber zu im Reinen ist oder beziehungsweise sich selber im Griff hat. Und da weiß ich dann nicht, wie, weil du sollst ja eigentlich genau in dem Moment auch vorher eine Szene haben, wo er dann richtig plötzlich so ausschlägt und eben aggressiv wird. Und das ist an sich ist das eine gute Performance. Ich weiß ja nur nicht, ob es zu dem James passt, aber das muss man dann auch im Kontext des restlichen Spiels sehen. This place is different from what I remember. Das ist eine gute Einstellung. Ja, bei Angela habe ich auch einfach nur Angst. Bei Angela habe ich auch einfach nur Angst. Also auch da, ich will jetzt die Sachen nicht spoilern, aber Angela ist schon der beste Charakter aus dem Original, aber es ist auch der schwierigste Charakter thematisch. Und das Originalspiel geht wirklich hervorragend damit um und es braucht wirklich nicht viel. Es braucht wirklich nicht viel. Es braucht nur so ein bisschen Bluber-Magic, um das halt vollkommen kippen zu lassen. Und ich hoffe, dass sie Angela einfach in Ruhe lassen. Ich bin, wie gesagt, von dem Design bin ich jetzt nicht wirklich der Freund, weil sie halt ursprünglich, sie sollte wesentlich älter aussehen, als sie es eigentlich ist. Ihr aktuelles Design lässt sie wesentlich jünger wirken. Das ist ein Aspekt, den ich nicht wirklich mag. Aber ansonsten hoffe ich, dass sie ihre Szenen einfach komplett 1:1 lassen. Dass sie und von dem, was wir gesehen haben, waren das ja bisher die Szenen, die von den Dialogen her praktisch genauso gelassen wurden wie im Original. Weil das kannst du so schnell verkacken, wirklich. I don't think she's here anymore. Aber ja, also wie gesagt, die Musik ist einfach so auf. Alter, sieht der Regen scheiße aus auf dem Wasser. Bro, das sieht aus wie Plastik. Was ist das? This whole town. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. You said you took everything. But you forgot that videotape we made. How do you know about that? So, ist das wirklich etwas, womit du den Leuten in deinem Story-Trailer drauf hinweisen willst? So, dass die kompletten Sachen davon? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, das ist. Also, ich weiß, wenn du den Kontext davon nicht hast, I don't know, aber das.
Also ich finde, das verrät dir zu viel zum Spiel. Ich finde, das gibt dir zu viele Informationen schon, dass wenn du es dann beim ersten Mal spielst, irgendwie von vielen Situationen, glaube ich, nicht mehr so überrascht sein wirst. So you are Maria. I am. If you want me to be. How do you know about Mary? Das ist halt auch, ich bin da mal wirklich gespannt auf die komplette Szene davon. Weil die Line-Reads sind nicht verkehrt. Ich find's nur hier, also im Original ist es halt wesentlich, wesentlich verspielter. Es ist halt wesentlich so mehr flirty, wie das dann rüberkommt. So mit diesem If you want me to be. Und hier ist es eher so If you want me to be. Aber das, ich muss halt die komplette Szene und dann auch, wie halt Maria vor allem davor gespielt wird. Ich glaube, das ist halt sehr wichtig, um das besser einordnen zu können. How do you know about Mary? You see it too? So, das ist das letzte Mal, dass du Angela siehst. So, ich weiß nicht, ob du diesen Satz in den Trailer packen willst. Das ist halt wirklich so, das bringt am Ende von ihrem Plot nochmal richtig die Kraft rüber. Und es ist halt eine bekannte Line. Und ich glaube, deswegen ist das im Trailer drin. Und das finde ich halt irgendwie, keine Ahnung, das ist halt auch so eine Kommerzialisierung von einer schon sehr kräftigen Aussage. Also ich weiß, das ist ein Ding, was schon zu Tode gememt wurde, aber ich finde, es ist was anderes, wenn Fans das in Memes benutzen, von dem, was man kennt, und dann hier in dem offiziellen Story-Trailer. For me it's always like this. Aber ja, ich bin auch kein Fan, wie das Overlook Hotel hier aussieht. So, ich weiß, das ist noch vor der, bevor er das Tape sieht, und dann, wenn er es danach sieht, dann verändern sich eben die Aspekte. Aber das sieht irgendwie, ich weiß nicht, auch hier der, das mit dem Nebel, in dem, ich meine, ich bin eh kein Fan davon, wie der Nebel hier dargestellt wird. Das sieht weniger aus wie Nebel und mehr, als ob du einfach draußen eine weiß beleuchtete Wand irgendwie hättest. Vor allem sehe ich dann das alte Footage und dann sieht es irgendwie so aus, als ob es den Nebel damals auch schon gab. I am here for you, James. Okay, ich muss sagen, das sieht eher funny aus, wie er da sitzt. See? No, warum wechselst du den Fokus? So, du willst doch trotzdem ihr Gesicht dabei sehen. I don't know. I'm real. Das ist halt wirklich alles Gute, ist das, was sie aus dem Original einfach möglichst eins zu eins übernommen haben. Dann ist es am besten. So, je weniger, ne, wenn ich diese Szenen betrachte, je weniger sie verändern, desto besser ist es. Und jedes Mal, wenn irgendwas Neues gemacht wird oder irgendwas verändert wird, dann fängt es instant an so. Naja, okay, aber dann lass jetzt mal in das 27 Minuten Gameplay dann reingucken. Ich glaube, das ist nicht am Stück, ne? Ich glaube, das ist zusammengeschnitten aus dem Preview-Event, was die hatten. Das war ja, glaube ich, so, dass die alle, ich glaube, 3 Stunden oder so spielen konnten. Also die ersten 3 Stunden von Silent Hill 2. Was, also je nachdem, wie viel man jetzt hinzugegeben hat, müsste eigentlich komplett, also bis durch das Krankenhaus sein. Also ich meine, wenn du weißt, was du tust, kommst du in 3 Stunden auch problemlos durch das Spiel durch. Aber so casual 3 Stunden, finde ich, solltest du eigentlich durch das Krankenhaus sein. Oder zumindest irgendwie im Krankenhaus schon weiter. Also 3 Stunden nur Apartment, weil von dem, was ich bisher gesehen habe, das ganze Gameplay-Material, das war maximal bis Ende Apartment. Das war maximal bis zum Pyramid Head-Kampf. Ich weiß nicht, ob hier jetzt mehr drin zu sehen ist, aber. Oder ist es doch durchgängig? Ich hab am Anfang so ein bisschen rumgeskippt und ich meine, ich hätte auch aus dem Pyramid-Kampf was gesehen. Und das ist halt am Ende vom Apartment, was auch dieses Mal richtig, richtig weird aussieht. Could you really be in this town? Ja.
Ja, Silent Hill 2 ist nicht besonders. Ich meine, das ist auch gut, ehrlich gesagt, für so ein Spiel. Aber ja, das ist so 8-9 Stunden, würde ich sagen, erster Durchgang. Je nachdem, wie viel man... Wenn du halt sehr viel noch erkundest, um auch die ganzen Items und so zu finden, dann vielleicht 10, aber das ist, glaube ich, schon hart in der Grenze. Ich glaube, eher so knapp acht Stunden ist, glaube ich, so das, was die meisten Leute beim ersten Mal brauchen. Ich hoffe, das sind einfach nur gerade so Artefakte beim Upload. Aber ich weiß, dass es hier ein bisschen regnen soll, aber das sieht einfach... Das sieht nach Grafikfehlern aus hier. Das Flimmern. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Und dann zeigst du nicht. Oh. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Ich liebe einfach, wie James schon komplett in der Umgebung unter. Weißt du, ansonsten sieht er immer reingefotoshoppt aus und sobald du dann diese Anfangsszene hast, dann wirkt es, als ob er untergeht. Ah. Ich bin jetzt schon kein Freund von der Kameraperspektive im Vergleich zum OG. Wie viel gezeigt wird. So, du hast, ich weiß, im Original hast du das fucking JPEG, aber du siehst zumindest so ein bisschen was von Toluca Lake. Du siehst zumindest ein bisschen was von der Art. Aber das hier ist einfach nur, hier hast du Wald und dann hast du Grau. Und mehr nicht. Und du siehst auch nichts wirklich von der Szene. Also der Anfangs, also da muss ich halt sagen, wenn ich das direkt mit dem Opening von Silent Hill 2 vergleiche, ist das schon mal wesentlich schlechter. Waiting for you. Aber wenigstens haben sie nicht diesen Song aus dem Trailer genommen. Das ist immerhin die Akustikgitarre. Ja, aber hier ist alles wieder so am Flackern bereits. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Ich muss sagen, ich find James eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob es so auf den Charakter wirklich zu 100% passt, aber ist auf jeden Fall ein guter Sprecher. Nein, Musik wurde geändert, aber es geht darum, dass es in dem HD Remaster haben sie eine E-Gitarre genommen für den Song. Und das ist das, was halt voll die Stimmung zerstört hat. Aber ja, ich finde die Einstellung furchtbar. Oh, und wir müssen uns in die Perspektive begeben, damit wir wissen, dass wir anfangen können, loszulaufen. Die klassische Videospielperspektive. Das sieht so kacke aus, sobald du die Kamera bewegst, wirklich. Du hast echt immer das Gefühl, als ob der... So, das ist kein vorgerenderter Hintergrund, aber es sieht einfach so aus. Es sieht aus, als ob James auf einem JPEG rumlaufen würde. Wenn du mir sagen würdest, das hier ist eine Fotowand, vor der er so einen halben Meter steht, dann würde ich dir glauben. Na, gucken wir auf den Sitz hinten. Ja, okay, die Frage ist, kannst du in den Kofferraum gucken? Ist alles ein bisschen weiter weg als im OG, oder? Ich meine, das ist jetzt eine andere Perspektive. Aber es fühlt sich irgendwie so ein bisschen weiter auseinandergezogen an. Kannst ruhig anfangen zu laufen, das ist okay. Niemand will den Anfang so langsam da durchgehen. Du läufst erstmal ein gutes Stück. Das ist okay, wenn du joggen willst. Danke sehr. Oh, das sieht einfach aus, als ob er über den Boden so floaten würde. Die Laufanimation ist ganz, ganz seltsam. Ich kann das nicht mehr zu 100% beschreiben, was genau dazu führt. Aber es hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass James sich permanent so von dem Hintergrund abhebt, auch von diesem kompletten Backlighting, was er immer erhält. Ne, so James hat eine komplett andere Beleuchtung als der Rest vom Spiel. Und ich glaube, durch dieses Absetzen wirkt das noch einmal mehr, als ob er irgendwie durch die Gegend fliegen würde. Aber ja, Wald wirkt halt auch einfach...
Ich meine, ich müsste jetzt nochmal draufhören, ich weiß, dass ich das nicht so sehr mache, aber die, zumindest jetzt vom ersten Hören nebenbei, muss ich sagen, dass die Soundkulisse wesentlich schwächer ist als beim Original. Und das ist auch einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn du nach vorne gucken kannst. Klar, es ist alles Nebel. Und das kommt natürlich automatisch dadurch, dass du so eine Kameraperspektive wählst, was ich ja auch für einen bei dem Spiel eher für schädlich halte. Aber du hast ein komplett anderes Gefühl von dem Wald, als wenn du nicht direkt vor dich sehen kannst, sondern einfach so blindlings irgendwo drauf zuläufst und gerade beim ersten Mal noch gar keine Ahnung davon hast, was irgendwie passiert. Oh mein Gott, ist das wirklich rot am Leuchten? Holy shit. What the fuck? Bro, warum glüht das Speicher-Icon? Was ist denn da los? Oh, Alter, wie sieht denn dann der letzte, wie sieht denn dann der, das, das aus vor dem finalen Pyramid Head Kampf, wo die neun Dinger nebeneinander sind? Da musst du doch voll zu Tode geblendet werden, oder? Ich bin mal wirklich gespannt, ob sie die alten Bonus-Items alle drin haben werden. Ich meine, das wär zumindest eine Sache, wo ich dann problemlos sagen kann, hey, hier packt noch 1200 Dinger irgendwie dazu. Gibt mir noch andere Sachen. Ich fände es sehr schade, wenn die Kettensäge und das Hyperspray nicht drin ist. James mit seinen kleinen Mini-Händen. Das sah irgendwie anders aus. Das sah fast aus wie so ein Buch, was er aufgenommen hat. Und dann wird das so zu einer normalen Karte. Boah, ich bin echt kein Freund von dem Nebel. Ich bin echt kein Freund von dem Nebel. Das sieht nicht aus wie richtiger Nebel, das sieht aus wie mit einem Weichzeichner. Das sieht aus, als ob sich das Gebäude hier in Luft auflösen würde. Als ob das eine. Das sieht so fucking fake aus. Und wenn ich das gerade dann mit dem Original vergleiche, was auf der fucking PlayStation 2, finde ich, bessere Nebeleffekte hinbekommen hat als hier im Remake. So, vielleicht, ich hoffe, dass es auch so ein bisschen Compression einfach nur durch YouTube und dass es dann in der fertigen Version vielleicht ein bisschen besser aussieht. I don't know. Das kann auch sein. Kann auch sein, dass deswegen Leute in den Preview-Events es irgendwie besser fanden. Aber hier sieht es einfach nur nach. Das sieht aus, als ob ich da einen Weichzeichner drüber gelegt hätte. Ja, Baby. Oh, ich liebe Eleanor. Lass mich alle Items nehmen und umdrehen. Das brauche ich in meinem Silent Hill. Oh, boy. Sieht die Nachricht immer noch so kacke aus. Oh, das ist so unpassend in einfach einem Silent Hill. Das ist wieder so Blubber-Scheiße. Oh, ich finde, der Nebel sieht richtig grässlich aus hier. Holy fuck. Die Umgebung, so die Gebäude sehen gut aus. Ich finde so die Gebäude und der Boden und erneut, das ist ja das, was Blubber kann. Aber ich finde, der Nebel ist richtig, richtig schrecklich. Und du gehst ja auch nicht wirklich in so einen. Du hast ja nie das Gefühl, als ob du im Nebel drin bist. Du hast einfach immer das Gefühl, als ob James so eine Kugel um sich hat. Das ist genau das, wovor ich Sorge hatte. Weil großes Problem davon, dass du jetzt keine festen Kameraperspektiven mehr hast. Weil die festen Kameraperspektiven waren dann in den Szenen extra von oben gewählt oder zumindest maximal bis hier, dass du nie das Ende davon sehen konntest, von diesen Absperrungen. Was nämlich dann auch visuell das impliziert hat, die könnten theoretisch unendlich nach oben gehen. Du siehst einfach nicht, wo das irgendwo aufhört. Und das erzeugt direkt so einen ganz unnatürlichen Horror, weil du bist ja in so einer Kleinstadt und das kennst du und das sieht irgendwie normal aus, aber auf einmal sind diese Absperrungen da und du siehst kein Ende davon und jetzt kannst du da einfach drüber gucken. Und das ist so, ja, okay, tolle Karte. Aber es ist halt genau das, wovor ich halt Angst hatte. Oh mein Gott, das Kampfsystem, die Animationen sind so scheiße. Aber ich meine, das haben wir ja schon beim letzten Trailer gesehen und das Spiel scheint ja eh schon seit Monaten fertig zu sein.
wie gesagt, Blooper machen schnelle, günstige Arbeit. Da wird jetzt nicht nochmal monatelang drüber gegangen, um Sachen zu verfeinern. Da müsste man nochmal neue Staatsgelder aus Polen holen. Mit denen wurde das Spiel ja hauptsächlich finanziert. Ja, diese Laufanimation, die ist so fucking weird. Es sieht aus, als ob er, weißt du, wenn du, als ob er einen Laufband unter sich drunter hätte, mit dem er noch schneller ist. Ne, wenn du wie am Flughafen über diese Laufbänder am Boden läufst. So sieht das aus. Aber du siehst auch richtig, wie er so locked in place geht, wie er so reingeschoben kommt. So, er startet den Angriff und dann schiebt er sich so ein bisschen nach vorne. Jupp! Ja. Klassiker. Ich meine, das habe ich ja schon gehört, dass man die Scheiße ausstellen kann, diese ganzen UI-Elemente, die vollkommen unnötig sind. Das ist auf jeden Fall gut. Weil wenn die mandatory wären, wenn du die nicht wegklicken könntest, genau wie so dieses rote Leuchten, wenn du getroffen wirst, also zumindest hoffe ich, das schien ja, glaube ich, so zu sein. Weil wenn du das nicht wegdrücken könntest, boah, instant einfach die ganze Atmosphäre noch mehr zerstört. Ja, und man sieht das so, wie er direkt rangeschoben wird. Boah, das sieht so schrecklich aus, das ganze Kampfsystem. Und jetzt der Bildschirm vollgerotzt. Weißt du, immerhin haben sie den QTE-Button entfernt. Oh, ja, das ist Silent Hill 2. Das ist einfach Homecoming. Das ist einfach wirklich Homecoming. Das ist auch Homecoming. Ich weiß nicht, ich will nicht an das schlechteste Silent Hill erinnert werden. Also zumindest spielerische. Oh ja, James, erstmal dran schnüffeln. Ist das eine von den neuen Sidequests, die sie eingefügt haben? Broken Record, oh boy. Oh boy. Ach stimmt, du hattest ja in dem Story-Trailer auch die Jukebox gesehen. Die Frage ist das irgendetwas, was du im Spiel machen musst? Haben sie damit irgendwas ausgetauscht? Too much about the record, maybe ask at Neely's next time you're there. Das ist die Frage, ist jetzt, haben sie das als Rätsel eingeführt, um dem Apartment Key zu bekommen? Oder halt wirklich sogar optionalen Scheiß eingebaut? Alter, das Blinken, wenn du den Health Drink einnimmst, ne? Ich kann nicht mehr. Alter, Bro, sieht das scheiße aus. Gott, also wirklich, ich will jetzt nicht nochmal extra das Original oder so aufrufen, aber das sieht so fucking clean aus. So, du gehst dann dran, du hast kein Nebel, du hast kein interessantes Lighting hier. Das sind einfach nur weiße Bettlaken, wo ein bisschen mal was grau ist. Und dann hier noch eine Tür dran. Und hier den Text, den sie übernommen haben. Aber das sieht so viel schlechter aus als im Original. Aber ja, die scheinen wirklich, dass du... Oh, die haben jetzt ja auch ein Speicher-Icon. Okay, ja, die scheinen wirklich, dass du vor dem Apartment noch ein bisschen die Stadt erkunden sollst. I don't know. Ich finde das... okay. Der Text ist viel besser, wenn du da noch ein Icon davor hast zum Anklicken. Ja, okay, das heißt, sie machen jetzt noch ein Rätsel hier rein, bevor du den Schlüssel wahrscheinlich bekommst. Was war das gerade? Hat er... Als ob da irgendwie ein Geruch käme? Ich glaube, es soll der Staub sein, aber es wirkt irgendwie so, als ob er... Boah. Ich weiß nicht, was daran dann deswegen riechen soll, aber ja, okay. Das ist natürlich jetzt eine Frage, ne? Neues Rätsel. Kann das dann mit den OGs mithalten? Oh, ich habe Kleber... Und ich habe das kaputte Vinyl Record. Ich frage mich, was ich damit machen soll. Die Frage ist natürlich, haben sie auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und wird dann auch so einen Puzzle auf die Schwierigkeitsgrade angepasst. Aber das ist halt so ein Shattered Memories Rätsel.
Das ist kein Silent Hill 2 Rätsel. Das ist so etwas, was ich mit der Wiimote lösen würde in Child Memories. Oh boy. Oh boy. Ja. Ja. Oh, Silent Hill 2, let's go. Nee, es ist schön, dass man sowas hinzufügt, genau. Das hat mir gefehlt am Anfang. Das wird dem Pacing garantiert gut tun, da noch mehr Sachen einfach hinzuzufügen, gerade vor dem Apartment. Weißt du, nachher machen sie das wirklich 15 Stunden lang, einfach weil du noch überall weiteren Kram hinzugefügt hast. Oh, das sieht auch der ganze Eingang davon. Das ist, du kommst einfach wirklich von der Straße hier rein, da ist kein Gitter davor, kein gar nichts. Du gehst einfach schnurstracks da rein. Okay. Alles klar. Und jetzt haben sie so einen richtigen Apartmentkomplex draus gemacht mit Rezeption hier unten noch. Ich meine, okay. Ich hoffe jetzt aber nicht, dass die alle Apartmenträume begehbar gemacht haben. Weil ich meine, essentiell zur Erfahrung gehört. Das sieht auch einfach... Bro, das sieht so viel beschissener aus. Du kannst doch die Jacke kaum sehen. Du kannst doch die... Du sollst die Jacke sehen. Vor allem, du hast eine... Ach, das ist auch... Das ist auch einfach im OG durch die Kameraperspektive so viel interessanter gemacht, weil du in den Raum reinkommst und dann siehst du das Leuchten, du gehst drauf zu, dann wechselt die Kameraperspektive und dann siehst du die Taschenlampe auf dem Kleidungsstück. Und es ist eigentlich auch wichtig, dass du das Kleidungsstück siehst, weil das Kleidungsstück von einer ganz bestimmten Person ist. Oh. So, ich weiß, dass Leute wieder sagen werden, so, was achtest du auf diese kleinen Mini-Details? Und dann, ja, das ist Silent Hill 2. Das ist dafür da, dass das Spiel ist voller solcher Details. Überall. Alter, sieht das... Diese Animation, wenn er nach vorne übergeht. Ich meine, es war mir klar, dass es mir nicht nochmal ändern werden, aber. Hand einfach vollkommen überbeleuchtet, sie ist keine Details mehr drauf. Einfach voll durchgeblendet. Weil die Sorge, weil eine große Erfahrung von Silent Hill generell ist, dass du durch ein Gebäude durchgehst und 80% der Räume sind geschlossen, damit du eben so die realistische Anzahl an Räumen darstellen kannst, ohne dass du aber überall reingehen musst, weil das natürlich auch vollkommen das Pacing zerstören würde. Und ich hoffe, dass sie das gleich belassen. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie sagen, oh, hier können wir leicht mehr Content reinbauen, in den du jetzt in alle Räume im Apartment gehen kannst. Bro, sieht der Nebel einfach scheiße aus. Was ist das? Das ist einfach... Was soll das sein? Das sieht einfach aus wie Dreck. Das sieht einfach aus wie eine Dreckwolke. Die hier so gesammelt am Boden in der Ecke hängt. Ich frage mich wirklich, ob Leute mal in ihrem echten Leben Nebel gesehen haben. Oh, den Clip habe ich gesehen. So, auch gute Bloober-Taktik. Einfach von anderen Spielen alles klauen. Und jetzt, wir machen ja Silent Hill, ist ja Survival Horror, Psychological Horror, whatever, ne? Also müssen wir von anderen Horrorspielen aus den letzten Jahren klauen. Was nehmen wir? Last of Us. Was hatte Last of Us? Container herumschieben. Was hat Silent Hill 2 jetzt? Container herumschieben. Die einfach auf allen Seiten noch mit Kreppband beklebt sind aus irgendeinem Grund. Und das Beste, wenn du es jetzt hier, vor allem, das ist auch kein... Das ist einfach, da wäre James niemals reingekommen, bei der Höhe. Das geht nicht, da kann er sich nicht hochziehen. Aber jetzt pass mal auf, was passiert, wenn er das Ding gegen die Wand schiebt. Den Clip habe ich nämlich schon auf Twitter gesehen. Als ob das ein Zelda-Puzzle
Schlüsselraum wäre. So, oh, James, du hast den Container an die richtige Stelle geschoben. Zack, dann gehen die ganzen Dinger nach unten. Oh, Brother, das ist so artifiziell einfach. Erneut, das ist das, was ich in meinem Silent Hill möchte. Ich meine, der Gang sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Das, vor allem hier ist auch mal die Lichtstimmung gut eingefangen. Du hast nicht diese krasse Beleuchtung hinter James. Der ist nicht wirklich sichtbar, sondern du konzentrierst dich wirklich, ne? Du hast so ganz leicht dezent und das ist dann vielleicht auch das, was so hier von der Lampe aus wegbouncen würde. Das ist eine gute Lichtstimmung. Das muss ich sagen. Die Kameraperspektive ist ass, weil du kaum was davon siehst, im Gegensatz zum Original. Weil das da natürlich hinter James ist und wesentlich höher. So, hier hast du das wirklich. Das heißt, wenn hier so ein Gegner ist vor dir, dann siehst du nur so 40-50% von dem. Aber die Lichtstimmung ist an sich so, wie sie sein sollte. Auch wenn es ein bisschen zu nass aussieht. Weil der Sound könnte... So, dass das Original fickt mit dir einfach schon auch in diesen Gängen im Apartment. Ich meine, ich bin auch kein Freund davon, dass das jetzt alles so so Kacheln sind. Weil im Original ist das halt so richtig ekliger, eingerotzter Teppich, was es halt so wirklich so richtig billo und abgeranzt aussehen lässt. Und das wirkt schon wie so ein so viel zu hochklassiges Apartment irgendwie. Keine Ahnung. Aber ja, die Soundkulisse fehlt irgendwie. Also das auch. Ich hoffe, das ist jetzt einfach nur eine schlecht gewählte Szene. Mit ein bisschen Pech, aber im Wald war es auch schon so. Das Original ist so gut da drin, mit dir die ganze Zeit zu bumsen, wenn du umhergehst und permanent irgendwelche Sounds und Geräusche und wo sonst noch irgendwas herkommt. Du hast, glaube ich, hier in Apartment gibt es sogar eine Szene, wo jemand so richtig, richtig stark in dein Ohr reinflüstert, so ASMR-Style, was mich beim ersten Mal, als ich das gehört habe, so richtig das, also super unnerving war die ganze Zeit und das wirkt jetzt eher so, ja, okay. James und seine kleinen Mini-Hände. Nachher die ganzen Kommentare wieder. Björn hasst Leute mit kleinen Händen, ihr habt es gehört. Der Mobber. Damn it. Okay, was war das? Was war das? So, oh, damn it. Das ist eine, also das muss ich sagen, das muss aber an der Direction doch irgendwie liegen. Weil, also der Synchronsprecher ist sonst so viel besser in den Szenen, die ich gesehen habe. Oh Leute, neues Rätsel. Crazy. Ich weiß nicht, ob das als Rätsel zählt, dass du irgendwie was drückst und dann wird ein Ball fallen gelassen. The Golden Apple Handle. Das ist eben so direkt wieder der Kram, wo ich mir Sorgen mache. So alles, was wird das denn für ein neues Rätsel? Reicht das aus dem Original nicht? Reichen die Rätsel aus dem Original nicht? Muss noch irgendwas Neues hinzugefügt werden? I don't know. Weil wenn die Leute nämlich sagen, sie haben 3 Stunden Spielzeit gehabt und du brauchst wirklich 3 Stunden, um durch das Apartment zu kommen, dann ist das doppelt so lang wie im Original. Wenn nicht sogar länger, je nachdem, wie viel du eben rumläufst. Das finde ich immer noch so ein geiles Visual, dass die einfach die Pistole in einem Einkaufskorb ist. America. Was wollte Team Silent damit aussagen? Die sollten mal die Munition. Die sollten mal die Leiche zeigen im Sessel vor dem Fernseher. Nicht, dass das auch noch irgendwie ein anderes Modell ist als, weil eigentlich alle Leichen, die du in Silent Hill findest, das sind alles die Charaktermodelle von James.
Und ich traue es da auch Blueber leider zu, dass sie das nicht komplett übernehmen. Also, oh, das haben die damals wahrscheinlich nur gemacht, um Ressourcen zu sparen. So, was, hat der ein Tuch über dem Kopf? Zieh das bitte. Was? Das heißt... Die haben sich wahrscheinlich gedacht, dass wenn du jetzt die Kamera frei bewegen kannst, dann könnten Leute zu schnell sehen, dass das das Charaktermodell von James ist. Also haben sie einfach ein blutiges T-Shirt drüber gemacht. Dann kannst du es auch direkt sein lassen. So. Das meine ich damit, dass es das immer, sobald ich hier irgendeine Entscheidung sehe, die irgendwas verändert, dann ist es immer, immer schlechter. Ja, ne, der Pool sieht direkt langweiliger aus. So, wenn du den komplett frei sehen kannst und dann hier, ich weiß nicht, warum hier ein Basketball-Korb ist da oben. Keine Ahnung. Aber auch da im Original, auch durch die Kameraperspektive, das wirkt alles viel größer, das wirkt alles weiter. Du kriegst, bis du im Pool drin bist, nie einen guten Blick dafür, wo gerade die Gegner sich befinden. Und jetzt kannst du es einfach von hier draußen kaputt... So, warum sollte ich überhaupt in den Pool reingehen? Ich kann jetzt hier draußen stehen bleiben und die Gegner in Ruhe einfach umpusten. Oder sie an eine Seite locken und dann schnell rumlaufen und irgendwie wegnehmen. So... Aber das ist ja auch, oh, das ist ja modern, wenn wir das jetzt nicht mehr mit den festen Kamerawinkeln zeigen. Ja, hervorragend. Dann sollte man vielleicht das... Ja, guck, das... hervorragend. Alter, was ist das für ein Schussgeräusch, bitte? Das sieht aus, als ob der... Du hast kaum einen Kickback visuell mit der Waffe? Dann hast du wirklich so ein limp-dick Geräusch. Und James ist einfach so vollkommen so, ah, okay, okay, okay. Okay. Oh. Nee, klar, Goatee, auf jeden Fall. Mega. So im Original, du musst dich da in die Scheiße reintrauen und dann, ah, okay, schnell raus, schnell die Münze holen und direkt wieder rausrennen eigentlich. Und jetzt hier kann ich einfach davor, gib mir am besten noch eine Granate, die ich da drauf werfen kann. Weißt du, lass es einfach sein. Gib mir einfach direkt den Granatwerfer, dann baller ich alles um. Alter, was ist es mit diesem Remake und dass alles von Tüchern verdeckt werden muss? Nein, die Uhr kann jetzt nicht so dastehen. Die muss auch noch vorher verdeckt werden, damit wir so eine Sequenz haben. Boah, ich schwöre, wenn sie das Rätsel auch noch verkackt haben. Hier ist auch noch... Wie viele Speicherpunkte hast du in dem scheiß Apartment jetzt reingepackt? Das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Speicherpunkt im Apartment, den ich gesehen habe. Die haben das wirklich versucht, einfach deutlich länger zu machen, ne? Mehr Content... Je mehr Content, desto besser. Oh, das ist die H-Tür. Gibt's auch die S-Tür? Oh. Ich hoffe nur wirklich, dass sie nicht versuchen, an den originalen Rätseln irgendwie rumzuschrauben. Ja, das ist ganz okay, wie da mit dem Licht gespielt wird. Ich meine, dann ruinierst du es sofort durch das Kampfsystem und wie das aussieht. Aber das war gut in Szene gesetzt, muss ich sagen. Das ist also für die Person, die das gemacht hat. Du darfst überleben. Du bekommst eine Rose. Das ist gut gemacht. Und dann kommt sofort das Brett aus der Hosentasche. Mit der Animation draufgeklöppelt. Und die ganze Stimmung ist wieder im Keller. Die sagen einfach teilweise gar nichts dann bei sowas.
Ist auch, glaube ich, besser, ehrlich gesagt. Boah, ja, die ist garantiert super, super hygienisch. Nein, nicht im Ernst, bitte. Oh mein Gott, es ist wirklich Homecoming. Es ist wirklich Homecoming. Fehlt nur noch, dass du die Feueraxt dafür brauchen müsstest. Oh, hervorragend. Ist so gut. Oh. Ich glaube, die haben jetzt schon mehr Sachen aus dem Apartment gezeigt, als es im Original gibt. Vor allem, warum ist jetzt Nacht? Wie lange bleibt James in dem Apartment? Oder haben die einen Otherworld-Wechsel da drin? Haben die dieses Mal... Nein. Haben die jetzt wirklich einen Otherworld-Wechsel reingemacht ins Apartment? Um es einfach noch weiter in die Länge rauszuziehen? Weil ich muss sagen, das ist ja eigentlich auch das... Das fand ich auch das Coole an Silent Hill 2, dass es sich damit halt vollkommen zurückgehalten hat. Du hast ja eigentlich nur wirklich einen richtigen Wechsel, den du siehst. Du hast ja wirklich nur einmal diesen Wechsel, dass wenn du in das Krankenhaus reingehst, dann hast du das normale Krankenhaus und dann hast du eben das Otherworld-Krankenhaus. Und ansonsten bist du eigentlich immer nur in den jeweiligen Gebieten. So auch das, auch wenn du ja ins Gefängnis reingehst, klar, das ist halt Otherworld-Geschisse, aber du gehst halt von dem, hier die Blah-Society-Gebäude, diesen ellenlangen Treppengang in den Keller eben runter, was dann so ein bisschen diese Transition-Phase darstellt. Also ich hoffe nicht, dass sie jetzt mit dem Scheiß irgendwie übertreiben. Aber wir haben es ja auch schon gesehen, dass du jetzt Szenen hast, wo du außen rumrennst und dann ist es auf einmal Gitter Otherworld, als wäre es irgendwie wahrscheinlich Silent Hill 1 oder so. Weil irgendwas müssen wir hinzufügen und wir haben keine Ideen, weil wir Bloober sind. Das heißt, wenn was reingenommen wird, ist es entweder aus anderen Silent Hill-Spielen kopiert oder aus anderen Horrortiteln wahrscheinlich. Einfach noch mehr Container herumschieben. Ja, aber das scheint dann... Oh, Alter, wenn das jetzt wirklich das Apartment einfach 2 Stunden geht, ne? So, ich mag das Apartment im Original, aber es ist jetzt nicht so, als ob das so ein mega interessant visuelles Gebäude ist. Und das auch so ein guter Aspekt von Silent Hill 2 ist einfach, was für ein starkes Pacing dieses Spiel hat. Im Lakeview Hotel nach dem Tape nicht auch ein Wechsel? Ja, aber das ist halt auch mehr subtiler oder beziehungsweise passt halt. Was heißt ein Wechsel? Es ist eigentlich. Ich will es halt nicht spoilern, aber die Sache ist, dass auch der Wechsel anders ist als in jedem anderen Silent Hill. Es ist mehr so ein egal. Wie gesagt. Ich weiß, die meisten Leute, die hier zusehen, haben wahrscheinlich das Original gespielt, aber gerade auch dann für alle, die bei YouTube dazuschauen, dann eher nicht. Deswegen, ich will es jetzt nicht zu stark irgendwie machen. Oh, ich kenne Silent Hill 4 The Room. Das meine ich. Das ist einfach so... Wir nehmen jetzt irgendeine Ikonografie aus anderen Titeln raus. So, das, was sie sich wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist das jetzt... Alter, das ist dann nachher wirklich ein 15-Stunden-Spiel, was sie draus gemacht haben. Und dann kriegt das dann die guten Bewertungen, weil... Oh, guck mal. Jetzt haben sie das länger gemacht. Mehr Value und mit meiner kleinen Babyhand ins Klo gegriffen. Oh, James mit der Pupuhand. Warum ist der Zeiger so sauber? Warum ist deine Hand voller Scheiße, aber der Uhrzeiger, der da drin war, ist einfach blitzeblank? Was ist denn da? Hat der den einmal abgelutscht vorher? Oh. Ja, aber dann hättest du ja, ne, auch da, dann hättest du ja 2 Modelle machen müssen.
dann hättest du einmal das normale Uhrenzeigermodell und einmal das Pupu-Uhrenzeigermodell machen müssen. Hätte halt mehr Geld gekostet. Oh, James Pupuhand. Ich bin mal, kann ich das auch als Kostüm freischalten? Dass ich das ganze Spiel auch in Cutscenes mit der Pupuhand spielen kann? Ich hoffe, der wischt sich das noch irgendwo dran ab oder so. Ja, aber nee, dann ist es wirklich so. Dann ist es wirklich so. Dann haben sie einfach die Spielzeit vom Apartment direkt verdoppelt. Dann will ich nicht wissen, wie lang das Krankenhaus jetzt ist. Ja, komm, mach nochmal eine Wand kaputt. Warum das Uhrenrätsel machen, wenn James jetzt auch einfach die Wand zerschlagen kann? Einfach die Uhr kaputt schlagen und durch die Wand gehen. Nein, die haben wirklich... Nein, es ist wirklich die S-Tür. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe eben nur einen Witz gemacht. Als ich die H-Tür gesehen habe, dachte ich, gibt's wahrscheinlich auch die S-Tür. Oh. Oh. Oh ja, von dem Bosskampf habe ich schon Szenen gesehen. Das sieht, das Charaktermodell von Pyramid Head sieht gut aus. Aber die Kampfanimationen sind genauso scheiße janky wie die von James. Und jetzt haben wir einfach so einen Action-Bosskampf draus gemacht. Jedes Mal fliegt die Kamera 1200 Meter nach hinten. Oh mein Gott, du hast hier... Oh nein, du hast hier unten ja auch noch so eine... so ein Kreuzsymbol da drüber. Boah, ich weiß nicht, ob die steril war, James. Keine Ahnung. Oh, das heißt, wir sind draußen auf einem Dach oder regnet es da einfach rein? Das heißt, dieses erste, ja, der erste Kampf ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist dieses schöne klaustrophobische Treffen, wo gerade durch die Größe von Pyramid Head und dann auch seine Waffe du dennoch so keinen großen Spielraum hast in dem Kampf. Und es halt ganz normal nach so einem Apartment Block aussieht und hier bist du jetzt in dem, keine Ahnung, Torture Dungeon. Jetzt bin ich in irgendeiner Saw-Höhle, wo ich dann gegen Pyramid Boss kämpfe. Boah, kann ich einfach noch einen Konter gemacht. Boah, komm, jetzt bitte gleich dieser geile Dodge, wo James sich noch so wegteleportiert am Ende. Der sieht so geil aus. Bro, das kann... Ne, es ist so... Environmental Art können wir gut. Und dann, ja, jetzt animier mal, wie dieser komplette Käfig hier zerschlagen wird. Das ist er. Das ist so geil. Das ist so geil. Guck, du machst hier... James fängt jetzt gleich den Dodge an. Vor allem durch die Kameraperspektive. Weil du so nah an James bist, sieht das aus, als ob Pyramid Head einfach so groß ist wie ein Fünfjähriger. Aber er fängt jetzt den Dodge zu früh an. Und das heißt, hier ist der eigentlich schon weg. Na, das heißt, du machst... Er fängt hier den Dodge an. Und da ist er eigentlich schon in der Recovery-Animation. Dann kommt aber von oben das große Buttermesser von Mr. Head runter. Und dann geht das einfach durch ihn durch und das Spiel teleportiert James zur Seite. Also entweder, das ist A, kontextsensitiv, dass das Spiel dann sieht, oh, du bist noch gerade in dieser Dodge-Animation, das heißt, du hast keine festen Iframes. Na, dass du sagst, oh, hier ist die Animation und während des Animationsfensters hast du von da bis da, also von denen, von Frame, keine Ahnung, 6 bis irgendwie 15 hast du Iframes, kannst nicht getroffen werden. Und das ist einfach Ewigkeiten lang. Oder, und das Gefühl bekomme ich hier, dass solange die Dodge-Animation aktiv ist, dass du dann Kontext, dass James kontextsensitiv dann, wenn der Angriff erfolgt und mit dir connected,
dass das Spiel dann sagt, ah, okay, du bist in dieser Dodge-Animation, der Schlag connected mit dir, dann schieben wir das Charaktermodell zur Seite und du kriegst keinen Schaden. Was halt super fucking janky aussieht. Genau das. So, der Schlag geht eigentlich voll durch dich durch und James ist nicht mehr in der Dodge-Animation drin. Ne, weil so soll es dann eher sein. Aber durch diese I-Frames, das ist Silent Hill. Das ist Silent Hill. Dodge mit I-Frames, ja. Was war das denn? Was war das denn für eine Animation? Fliegt der aus der Hand raus? Warte mal. Okay, A, siehst du erstmal gar nichts. Hervorragendes Kameraplacement, Bluber. Mega inszeniert. So, worauf soll ich gerade gucken? Die fucking Lampe oder auf James? Ich meine, Pyramid Head sehe ich nicht. Ich sehe einfach die Lampe und irgendwie den Schädel von ihm. Gehen wir mal kurz durch. Dann geht die Kamera runter. Und jetzt lässt er ihn, glaube ich, los. Und James fliegt. Was ist? Das sind zwei Frames. Also das heißt, er lässt den, glaube ich, runter. Du siehst es halt nicht, weil kein Licht oder so. Und das Framing vom Shot ist, dass es darauf bist du fokussiert. Darauf ist, wenn du jetzt das als so reine Bildkomposition betrachten würdest, du warst vorher oben auf die Lampe fixiert und jetzt bist du hier auf das Licht fokussiert. Und das Eigentliche, was du sehen sollst, ist komplett out of focus, komplett im Schatten. Erneut, hervorragend. Großartige Arbeit. Und dann zoomst du von hier nach da dran. Und dann so in die Hand von Pyramid Head rein. Sodass du James nicht mehr siehst. Sodass du den eigentlichen Schaden, den man nimmt, wenn er auf den Boden fallen gelassen wird, das nicht mehr mitbekommt. Grandios. Modernisiert, auf jeden Fall. Viel besser als irgendwie eine feste Kameraperspektive, bei der du das ganze Geschehen von außen perfekt jederzeit sehen kannst. Nee, ist so viel besser. Sorry. Sorry, Bluber, weiß ich. Großartige Kamera. Ja. Das ist Silent Hill, so wie ich es mir gewünscht habe. So, verschwindet er jetzt auch wenigstens im Wasser oder geht er einfach durch die Tür raus? Komm jetzt. Nein, der geht jetzt nicht einfach nur durch die Tür raus. Bro, im Original, das ist so viel verwirrender, wenn du in diesem kleinen Kämmerchen oben arbeitest und auf einmal steigt der in das Wasser und verschwindet in dem Wasser unten. Und du hast dann so was? Hä, warum? Wie kann der, ist der, kann, braucht der keine, was ist da los? Das ist so viel, es wirft viel mehr Fragen auf und hier geht der einfach wie so der Saw-Killer. Haut er dann irgendwie, das ist mehr so wie so ein Resident Evil Gegner, der dann, wer ist da, es fehlt jetzt einfach nur, dass James, oh, where is he going, bingo? Das ist so langweilig im Vergleich zum Original. Nee. Also es ist wirklich alles, was ich an dem Remake gut finde, sind die Sachen, die so im Original drin waren. Sobald irgendwas neu hinzugefügt oder geändert wird, dann ist es wieder Blubberpuper. So, ich mochte den einen Gang, der gut beleuchtet war, den mochte ich. Und wie der eine Gegner beleuchtet war vor dem Fernseher und wie das geflickert hat. Aber sobald das Kampfsystem losgeht, sieht es halt wieder aus wie Pupi. Ja, und scheinbar haben sie jetzt hast du halt die H-Türe und die S-Türe, weil Silent Hill, ne? Hervorragend. Du hast so,
wenn die Lampe eingeführt wird und du siehst die Kleidung darauf nicht richtig, sondern es wird einfach komplett überbeleuchtet, sieht hervorragend beschissen aus. Ich finde, der Nebel sieht katastrophal aus. Diesen fucking Last of Us-Container, wo sich dann die Leisten an der Seite automatisch runterklappen, wenn du das Rätsel gelöst hast. Dieses absolute Billo-Schwachsinns-Rätsel mit, oh, hier die Schallplatte zusammenkleben. Das ist was man in Silent Hill macht. Da hast du immer die normalsten, ne? Silent Hill 2, bekannt, dass du die vollkommen normalsten Kombinationsrätsel hast. So Hufeisen mit einem mit Kerzenwachs kombinieren. Nee, hier machen wir die richtig crazy Dinger. Wir reparieren eine Schallplatte mit Sekundenkleber. Das würde man im echten Leben niemals machen. Nein. Wir rekontextualisieren irgendwelche normalen Gegenstände nicht irgendwie auf eine weirde Art und Weise. Ja. Ich freue mich. Das wird großartig. Oh, das wird so gut. Das wird dann, also dann muss ich sagen, dann lohnt sich's noch mehr, ne? Auch jetzt für alle Leute hier beim YouTube-Upload. 8. Oktober. Ich werde hier auf twitch.tv/backobst so ab 15, 16 Uhr werde ich einen 24-Stunden-Marathon machen, Silent Hill 2 Remake. Scheinbar jetzt auch die 24 Stunden lohnen sich ein bisschen mehr, weil das Ding kann ja jetzt gut 15 Stunden lang sein, ne? Wenn wir schon das Apartment auf die doppelte, dreifache Länge hochziehen, hervorragend. Und ich werde dann auch danach direkt noch einen Durchgang machen, versuchen, die verschiedenen Enden freizuschalten, vielleicht ein paar Bonuswaffen freizuschalten. Und dann wird es natürlich auch rechtzeitig danach, keine Sorge, ihr müsst euch das dann nicht ansehen, wenn ihr nicht wollt, aber könnt einfach mal gerne vorbeischauen an den 24 Stunden dann von dem Dienstag auf dem Mittwoch. Könnt ihr euch dann einfach so, ich werde dann so Donnerstag, Freitag dann auch eine Review dazu raushauen zu Silent Hill 2 Remake, also dann an dem 10. oder 11.10. Und ich finde es aber sehr nett von Konami, dass sie extra Silent Hill 2 an einem Dienstag rausbringen. Weil ja, es wird dadurch ein 24-Stunden-Trash-Tuesday-Stream. Silent Hill 2 Remake kommt an einem Dienstag raus, extra für mich. Okay, gut, Leute, das soll es jetzt gewesen sein. Ihr könnt euch jetzt in den Kommentaren wieder darüber zerreißen, was für ein Hater und schwachmatig bin. Das ist vollkommen okay. Wenn ihr bis hierhin das geschaut habt, dann habe ich eh schon die Views oder die Werbeeinblendungen gehabt. Das ist, mehr brauche ich von euch dann auch nicht in dem Fall. irgendwie muss ich mir meinen Urlaub dieses Jahr finanzieren. Aber ja, das soll es gewesen sein. Lasst mir gerne eure Kommentare da. Ich lese die auf jeden Fall gerne durch. Und wir sehen uns dann, ich weiß es nicht, vielleicht beim nächsten Mal, wenn Material gezeigt wird. Oder ansonsten dann im Livestream am 8. Oktober, wenn ich das Ganze dann mit großer Freude begleiten werde. Aber ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.